Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und Aufnahme von Hellgate London. Wir sind in der Covent Garden Station, haben gerade hier soweit alles geklärt. Also das Letzte, was wir gemacht haben, war hier Bloomsbury und dieses Museum. Und wir haben neue Hauptquests und einige Nebenquests. So, die nehmen wir mal alle an. Und dann, ja. Ja, man hört es wahrscheinlich schon so ein kleines bisschen raus. Ich bin nicht ganz fit, also nicht ganz auf der Höhe. Ja, ein bisschen erkältet und ja, hatte so eine Grippe und bla bla bla. Ja, aber zocken kann man ja trotzdem mal eine Runde und von daher, ja, würde ich sagen. Wir gehen erstmal hier ins Quest-Menü und schmeißen mal die ganzen Quests hier rein. Soweit, ja. Dann haben wir die auch schön unten in der Anzeige hier. Und das sind alles Quests auf dem Weg zur nächsten Station, also zur Charing Cross, kann man hier, da kann man es lesen, Charing Cross Station. Ja, wir gucken mal gleich hier. Bodenangriff, wie gesagt, lässt sich noch nicht skillen. Die anderen Sachen brauchen wir jetzt noch nicht zwingend, sagen wir mal. Ja, also von daher sind wir jetzt eigentlich erstmal soweit ausgerüstet und ja, ausgestattet und was weiß ich. Ja, der Eingang wäre hier unten. Und da geht's dann jetzt mal los. Ne? Jo, gut. Dann wollen wir mal durchstarten. Unsere Drohne ist wieder dabei. Klar, am Start. Und dann metzeln wir uns mal hier durch die Meute. Ne? Zombies kann schon mal nicht schaden. Die Imp Trooper bringen, wie gesagt, ganz gut XP. Und ja, hier werden wir jetzt, das sind drei Instanzen praktisch nacheinander. Und da werden wir jetzt ja, ein bisschen länger für brauchen als beim letzten Mal. Also das ist halt, steigert sich halt immer ein bisschen und ja, die können wir mal markieren hier, die Ische. Und hoffe ich mal, dass die dann etwas leichter verschwindet. Ja, macht's. Gut, wie gesagt, also verzeiht mir, wenn ich jetzt ein bisschen mach. Ja, ich bin noch nicht ganz fit und er hatte aber trotzdem heute Bock, irgendwie ein bisschen was aufzunehmen und ja, wenigstens mal so zwei, drei Folgen. Und ich denke, das kommt dann auch schon ungefähr hin, wenn wir hier bis zur nächsten Station gekommen sind. Dann haben wir so zwei, drei Folgen. Ja? Ja. Gut. So. Bam. Weg sind sie. Den machen wir auch noch. Na, Moment. Dann gehen wir ein Stück zurück hier. Level 15. Das ist natürlich vom Feinsten, weil Level 15 bringt uns einen neuen Skill dazu. Ja, also von daher, es könnte vielleicht was Cooles dabei sein. Das schauen wir mal. Hier hinten ist noch einer. Nein. So, den metzeln wir noch um. Oh, da haben wir so komische Viecher vom Himmel. Da ist noch einer uns hinterhergeschlichen. Dann stirb. Ich möchte in mein Inventar. Das ist das eine. Und nach unserem Skill, dem neuen, gucken. Jo. Inventar. Ja. Das ist natürlich jetzt hier das vom Feinsten. Ne? Also Dark Seraph hier. Also so Seraph-Typen, die vom Himmel kommen, während wir im Inventar sind. Das ist natürlich top, ne? Also geht nicht besser. Die können wir schrotten.
Das kann man weghauen. Das sind Quest-Items. Also hier die beiden. Dieses und dieses. So, und dann können wir mal hier reingucken. Und zwar Smackdown ist der nächste Skill. Den können wir mal auf... legen wir uns den mal dahin. Ne? Da können wir immer ein bisschen wechseln. So, Armor, Retrofit. Wir haben, ich lege da mal einen rein, die Möglichkeit jetzt, und zwar, Moment. So, und zwar hier, da ist jetzt so ein Slot frei geworden und da können wir jetzt so eine Armor reinlegen. Ja, die haben wir natürlich in unserem Schrank, heißt also, wir legen erst den um. So, genau. Dann heilen wir uns mal eben und schmeißen uns ein Portal. Und dann können wir schön hin und her und rüsten mal die Drohne aus. Und ja, werdet ihr jetzt sehen. So, wir haben uns nämlich hier, ja, den hier gesaved. Und ja, das ist schon mal eine feine Angelegenheit. Ich guck mal gerade hier nach den Schuhen. 13 Rüstung ist natürlich schon genial. Die nehmen wir mal dazu. So, jetzt öffnen. So, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Da müsste das passen. Und da sind es 24. Ja, gut. 1, 2, 3, 14, 2. Und schon können wir die ausrüsten. Und unsere Drohne hat halt die Stats hier jetzt von dieser Jacke, also von der Rüstung, von dem Oberteil. Und die übernimmt die. Ne? Und das ist schon, ja, haben wir gut gefunden. Das nächste wäre, wir gucken mal, was die noch brauchen. Zwei Punkte. Dann können wir die hier mal weghauen. Und die nehmen wir uns. Ja, ist jetzt nicht die Mega-Veränderung, aber ja gut. 13 Rüstung ist besser als 2, ne? Also, soweit sind wir da schon mal. Wir gucken nochmal rein. Und zwar... was haben wir noch? Nee, das war's. Ja, also das können wir jetzt erstmal so lassen. Ja, und dann mal zurück in die Schlacht, auf ins Gefecht. ja. So, die Medikamente wirken. ja. Also ihr werdet jetzt sehen, dass die Drohne viel, viel länger hält jetzt. Also die hat jetzt von den Stats her einfach viel mehr Hitpoints und ja, wird länger überleben. Wir brauchen die nicht so oft heilen. Ja, ist gut. Gerade jetzt rechtzeitig hier vor diesem langen Marsch zur nächsten Station. Ja. Und die Pilly Willys hier. Ja, gut. Mir fällt gerade auf, der Sound kommt ein bisschen leise rüber. Also sollte irgendjemand da mal vielleicht einen Kommentar da lassen. Ich kann es ja noch ein bisschen abändern. Also wenn irgendwer sagt, Sound ist wirklich viel zu leise. Da kommt hier der Questgegner, der Lord Mealmite. Da schmeißen wir dem noch gleich mal zur Begrüßung was hin, was Nettes. Und wir markieren den nochmal. Und bam. Na? Sieht doch schon ganz gut aus. So, wir heilen mal. So, jetzt haben wir Use the Sedative. Also das Sedativ sollen wir benutzen. Und zwar hier an der Stelle, wo der ja, abgeleicht ist. Und das werden wir natürlich machen. Sedativ ist... Das sind Schultern. Ich wollte die löschen.
Sedativ. Zack. Und dann kriegen wir auch eine Nachricht. Wurde benutzt und bla bla bla. Gut. Ja. So. Die erstmal. Ja. Hier geht's weiter. Also da geht's runter. Und ja, da gehen wir gleich hin. Wir mieten erst noch die Jungs hier um. Oder den einen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ah, hier sind noch welche. Sehr gut. Kann nicht schaden. Wir können ja mal für Spaß, ne? Wir können ja mal den anderen Bodenangriff da hinschmeißen. Das ist so ein Stun-Effekt, der dabei rumkommt. Also die bleiben alle, ja, gestunt. Also, wie sagt man denn? Geschockt, was weiß ich, gelähmt. Stun ist. Oh, Stun halt, also. Bleiben halt so ein bisschen stehen, im taumeln so rum im Wahnsinn. Und ja. Teilen also auch, glaube ich, nichts aus in der Zeit. Oder machen zumindest weniger Schaden. Das ist so. Eigentlich ein ganz netter Effekt. Ist der. Also wenn ich eine Waffe habe mit physikalischem Schaden, dann macht die Stun-Effekt auch. Ja, also ganz normalen Schaden halt. Und dann eben aber auch immer ein bisschen Stun. Und die Mods, die man dann sockelt, sind dann auch Stun-Mods, die man dann reinsockelt. Oder eben physikalische. Also man kann alle anderen auch reinschmeißen, aber die würden dann jetzt von der Schadensart vom Effekt her passen. Sagen wir mal. Aber gut, dazu kommen wir noch. Jetzt haben wir uns den blöden Bodeneffekt gerade nicht aus der Nähe angeguckt, natürlich. Und die Drohne ist abgeschmiert. Naja, gut. Mal gucken. So, 4 Sekunden noch Cooldown. Und dann kriegen wir sie wieder. So. Ja, wir kämpfen uns mal hier in die Richtung. Und den schmeiße ich gleich mal da was hin. Was Nettes. Wie gesagt, diese Waffen von diesen Imp-Typen machen Schaden ohne Ende. Ja, also, die sind nicht ohne. Das ist schon eine Ansage. Ganz leise hier. Ja, gehen wir mal hier in den Gang rein, ne? Into the gang, ja, the Wolf Gang. Und kämpfen wir uns mal hier in die Ecke. Da ist noch einer. Ja, diese Räume hier in der Ecke, wie gesagt, man muss die nicht alle ablaufen. Da sitzen dann so Medipacks in den Kisten oder im Regal oder wie auch immer. Sind jetzt meistens keine lohnenswerten Wege, sag ich mal. Ja, aber gut, wir wollen hier, was heißt, den ganzen Content durchspielen. Also das machen wir sowieso, aber wir laufen hier einfach mal ein bisschen rum und ja, also diejenigen, die das Spiel noch nicht kennen, und vielleicht dann irgendwann mal selber zocken, werden auch alle Sachen erkunden und ja, irgendwann nachher lässt man es sein. Dann kennt man die Sachen und weiß, in den Kisten ist sowieso nicht jetzt so viel zu finden, wie gesagt. Und dann, naja. So. So, wir haben jetzt
eigentlich hier soweit. Ah, da ist noch so ein Zombie-Freak. Und müssten... Also wir haben hier jetzt soweit alles geklärt. Und dieses Level müsste hier hinten jetzt gleich den Ausgang haben. Ja, genau. Das ist eigentlich relativ cool zu erkennen, wenn man es weiß. Und ja, hier geht's weiter. St. Martins. Ja, St. Martins. Ja. Ich schmeiß uns mal eben kurz zurück in die Station. Unsere Drohne wird den Typen hier hoffentlich umnieten. Ja, macht sie. Und zwar die Quests, ne? Wir geben die mal ab. Weil das sind noch zwei Instanzen, die jetzt kommen. Und eventuell haben wir eine Folgequest. Oder ein cooles Item. Naja. Okay. Choose for me. Ist mir egal. Grüne Scheiße. Braucht kein Mensch. So, grüne Schuhe. Auch nicht schlecht. Na. Gut. Hier? Nein. Gut. Wir verkaufen mal diesen ganzen Dreck. Müll. Rubbish. 41. Nein, die brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Hose. Andere ist besser. Das ist sowieso, das unterscheidet sich immer nur so, naja, um Itzelfitzel. Also, wenn man mal irgendeine Hose verkauft, also ja gut, verkaufen. Wir haben hier unten Buyback. Da könnte ich also jetzt hingehen und die Sachen, die ich schon verkauft habe, nochmal zurückkaufen. Natürlich mit Verlust, aber ich könnte die Sachen zurückkaufen, wenn ich es möchte. Ne? Also, ansonsten, wenn man mal irgendwas schrottet, ja, dann ist es weg und naja, nicht drüber nachdenken. Also, da kommen so schnell wieder neue Sachen rein und ja. So, jetzt gucken wir mal nach den Schultern. Die sind Schrott. Zombo, Schnickschnack. Gucken wir mal hier rein. Feuer und Phase. Gucken wir mal. Haben wir hier irgendwie... So, was haben wir hier? Feuer dazu. Wir haben hier toxisch und nochmal toxisch. Heißt, wir könnten die... Ja, besser. Also 15 Feuer. Könnten wir eigentlich mal benutzen. So. Und zwar gehen wir mal hier an unsere Karre. Nehmen mal so alle. Ja, gut. Die wandern immer alle daraus. Das ist ein bisschen elendig. Wäre ganz cooles Gimmick gewesen, wenn man die ja hätte einzeln daraus montieren können. Ja, gut. Haben sie nicht gemacht. Muss man mit leben. So. Was das? Für 41? 41? Achso, 41. Gut. So, jetzt können wir die hier sockeln. Und haben 15 Feuer. Das ist natürlich eine ganze Menge. So, jetzt gucken wir wieder nach unserem 7. Noch einen. Schmeißen wir auch wieder rein. Und der ist... Boah. Auch cool. Den schmeißen wir auch noch mal rein. So, dann können wir den hier, im Prinzip, können wir den jetzt, ja, loswerden. Den brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir noch hier dieses Jade. Das ist Azur irgendwas. Und Jade, schmeißen wir mal rein. Ich glaube, da werden wir grün, ja. Klar, Jadestein, ne? Kennt man ja. So, das können wir gleich verkaufen. Das auch. Wir haben noch ein Emerald 17. Boah, Jade oder Emerald? Wir gucken mal. Grüner Froggy oder halbgrüner Froggy. Naja, egal. Scheiß drauf. Wir haben soweit sonst alles am Start noch. Den packen wir weg. Zombo-Dinger. Da sind sie. Jo. Und dann würde ich sagen, wir können mal... Könnten mal gucken, ob wir hier unsere Knarre einmal
upgraden. Also, hier ist so eine Maschine. Knarre rein. 54 physikalischen Schaden. Upgrade 60. Und 65 und dann muss ich mehr Ränge kriegen, also Level, ja, XP-Level. Und dann können wir das, so, jetzt gucken wir mal die. Ich muss noch mal rein. 1, 2, 3. Können wir noch mal? 4? Können wir noch mal? Wir können noch mal. Ja, gut. So, jetzt machen die Waffen natürlich ein bisschen mehr Schaden. Wir könnten noch mal gucken hier, ob die Mods, die wir im Schrank haben, da irgendwie passen könnten. Increased Damage und... Ja, Power Rack ist Quatsch. Increased Damage, bla bla bla. Increased Damage.